ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass sie euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare, ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Heute spielen wir wieder eine Deathrun Map und zwar 200 plus Level Easy Deathrun. Yo, was gibt es der Map zu sagen? Es gibt XP für den Season Pass natürlich auf dieser Map. Woher ich das weiß, ich habe die Map tatsächlich schon einmal gespielt in der alten Season. Nehmen sie jetzt für die neue Season nochmal neu auf. Ich muss dazu schon vorweg sagen, die XP rendieren sich tatsächlich, vor allem für die Anfangslevel. Wir werden uns anschauen, wie die Map ist. Da, ich werde einiges dazu sagen bestimmt. Wir werden schauen, ob sich die Level wiederholen oder nicht. Ich weiß es ja alles schon, ihr wisst es allerdings noch nicht. Ich werde euch aber jetzt vorweg noch nicht so viel erzählen. Ja, was kann man noch sagen? Season Pass wie immer in der Videobeschreibung oder oben am Bildschirmrand. Und ja, ich habe jetzt gerade schon so viele Verhaspler drin gehabt. Fängt ja gut an mit der neuen Season. Aber wir starten direkt, rennen direkt los. Und ja, ihr seht, die Map ist so schön im Eislook gehalten. Ist nicht ganz farbenfroh, gefällt mir aber. Mir macht die Map auch riesen Spaß. Von dem, was ich jetzt schon gespielt habe. Es sind tatsächlich 2 Runden insgesamt gewesen. Und das ist jetzt die 3. Runde mit der Map. Ja. Ansonsten, ihr seht, es gibt nicht pro Checkpoint XP, sondern pro abgeschlossene 10 Checkpoints, wie hier. Das sind bei mir jetzt natürlich weniger. Bei der ersten Aufnahme in der alten Season waren es knapp 1200 bis 1400 EP. Jetzt sind es bei mir natürlich nur noch im zweistelligen Bereich und ja, es kann vorkommen, dass vielleicht im dreistelligen Bereich. Es kann vorkommen, dass ich auch nochmal in den vierstelligen Bereich komme. Es gibt Bonus-XP fürs Abschließen aller 200 Level tatsächlich. Wie viel das insgesamt sind, werde ich euch jetzt aber noch nicht verraten. Denn das variiert auch pro Spielrunde. So, bis jetzt die Level recht einfach, easy gehalten. Das sagt ja auch der Name der Map, sie ist einfach. Und ja. Wir machen erstmal weiter hier, würde ich sagen. Super, dass es hier angezeichnet ist, wo man langrennen muss. Ist aber tatsächlich nur bei dem einen. Bei den anderen ist es dann nicht mehr angezeichnet. Ja. Ich weiß auch schon, wo sich ein bisschen was wiederholt. Da werde ich aber auch ein bisschen was dazu erzählen dann. Hier zum Beispiel, das ist halt wieder langweilig, weil, warum muss man sowas wiederholen? Es ist eine 200 Level Map, da kann man doch sagen, ja, nee, das muss man nicht wiederholen. Warum? Aber egal, ich muss sagen, die Map gefällt mir tatsächlich sehr gut. Vom Aussehen her zwar nicht, weil das alles halt dieses Eisblau ist. Dieses verpixelte Wasser ist aber auf jeden Fall sehr nice. Erinnert mich sehr an Minecraft. Ansonsten, es gibt hier tatsächlich Level wie diese hier, die hat man so noch nicht gesehen.
Hinter den anderen waren jetzt natürlich Fallen, Wandfallen, Deckenfallen. Ansonsten, großartig Fallen gibt es tatsächlich nicht. Es gibt hier und da mal eine. Aber die sind nicht so häufig vertreten tatsächlich. Süßchen. Einmal da drauf, einmal da drauf. Na, den Sprung hätte ich nicht geschafft. Jo. Dadurch, dass ich die Map schon ein drittes Mal spiele, kann ich halt guten Gewissens sagen, ich kann die Map weiterempfehlen. Die macht Fun, die bockt, die ist leicht. Man kann hier ganz schnell easy XP farmen. Es ist richtig entspannt. So, nein. Nochmal. So. Und einige Level, wie wir sie hier sehen, die hatten wir so auf noch keiner einzigen Map tatsächlich. Deswegen macht die Map eben so viel Spaß. Sowas hier kennen wir zwar schon. Sowas hier auch. Was ich mir bei der Map wünsche, ist zum Beispiel, dass bei einigen Leveln die Plattformen tatsächlich verschwinden. So wie hier, hier gibt es Pakete. Die verschwinden nach einer gewissen Zeit. Die Zeit sieht man dann hier unten. Wunderbar. Kann man sich schön drauf einstellen. Bitte einmal schnell. Danke. Aber wie zum Beispiel mit diesen kleinen Mini-Plattformen und alles, da hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass die dann irgendwann verschwinden, weil das zu einfach ist. Und da falle ich genau ins Loch. Ja, die Welt ist halt komplett im Eislook gehalten. Winter steht ja auch schon wieder fast vor der Tür. Da passt das ja eigentlich auch sehr, sehr gut. Ich hätte gerne diesen Refresher mal aus der Hand gelegt. Den braucht man hier tatsächlich gar nicht auf der Map. So, die nächsten Level gemeistert. Gab wieder ein paar XP. Ich sag ja, bei mir rendiert sich das nicht mehr, weil die zu niedrig sind. Aber an sich, es lohnt sich. Es lohnt sich, die Map tatsächlich zu spielen. So, hier muss man die Reifen gar nicht verwenden. Da kann man einfach so überspringen. Wie man es gerade gesehen hat bei mir. Das kennen wir ja auch aus vielen Maps mit der Grappling Hook. Ihr seht auch, man muss tatsächlich die Checkpoints nicht wirklich berühren. Kommt auch so, die werden auch so aktiviert. Süßchen. Hier geht's weiter. Irgendwo gibt es tatsächlich auch einen kleinen Grafikbug. Da sieht man dann eine. Ja, wie soll ich sagen? Man kann hinter die Map gucken. Das ist während sie dann ladet. Aber das muss uns ja nicht kümmern. Es geht hier um den Spielspaß, um die XP, die man bekommt. Wie ihr seht, ich rush hier gerade schon durch, eben weil ich die Map schon kenne. Ich muss dem Map-Erbauer auch sagen, wir haben von ihm schon mal eine Map gespielt. Die kann ich euch dann im Anschluss nochmal zeigen. Also so zumindest das Vorschaubild. Und der macht halt richtig gute Maps. Deswegen habe ich den auch in der letzten Aufnahme, wo wir noch in der alten Season waren, supportet. Und ich werde ihn nachher auch nochmal supporten. Und ich wünsche mir tatsächlich, dass er noch mehr solcher Maps macht. Die würde ich zu gerne spielen, aufnehmen, euch zeigen. Ja, und mit euch dran Spaß haben an den Maps. Einmal hier.
Man kann auch hier drauf springen, wenn man will. Ich mache es mir aber jetzt ein bisschen einfacher. Nein. Jetzt bin ich fast wieder drauf reingefallen. Nee, 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 nee. Nicht mit mir. So, wir haben fast die Hälfte geschafft. Ja, okay, zu spät abgesprungen oder zu früh. Wie auch immer. Egal. Da gab es die ersten XP gut geschrieben. Nice, nice. Und das finde ich auch klasse, dass hier eine Stoppwand eingebaut ist. Hat man auch nicht überall. Ja, das war jetzt mein Fehler. Schaffe ich nicht. Shit. Aber jetzt. Und jetzt. So, ihr habt es gesehen, ich habe ihn nicht mal berührt und der wurde aktiviert. Das ist richtig geil. Bei anderen muss man halt wirklich drauf gehen, damit die aktiviert werden. Hier nicht. Also großes Lob dafür. Das ist auch geil. Normalerweise kriegt man entweder Gleitschuhe, Eisklötze an den Beinen oder das ist komplett Eis hier nicht. Also die ist wirklich was für Anfänger, die Map. Und das war ein Fehler von mir gerade. Oder auch nicht, man schafft es. So, hier nochmal. Das hier verstehe ich allerdings nicht. Bis auf den letzten Sprung hier hinten war nichts. Hier hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass die Bodenplatten verschwinden. Das wäre geil gewesen. Au. Und das hier ums Eck ist halt nur... auch nicht gerade das Gelbe vom Ei, muss ich sagen. Aber man kriegt es hin. Total easy und entspannt. Das verstehe ich auch nicht. Hier hätten die Dinge auch verschwinden können. Also die Map macht richtig Spaß. Aber es gibt tatsächlich Sachen, wo ich sage, hätte man besser machen können. Bei den Dingern, die hier so rot leuchten, da dachte ich mir zum Anfang auch erst, na, was passiert jetzt? Verschwinden die oder verschwinden die nicht? Da habt ihr es gesehen, da war eine Falle. Da ist auch wieder eine. Hier ist keine. Gut, und hier ist durch. Oh ja, also farbenfroh ist die Map nicht wirklich, wie man sieht. Es ist halt alles in Blau gehalten. Aber es macht Spaß. Und hier gibt es einfach mal nicht so eine um die Eckfallen. Außer halt bei den Räumen gerade. Aber da beschwere ich mich auch nicht drüber. Es ist. Die Map ist total entspannt. Ich rush hier zwar gerade durch. Aktiviert Hammer, das ist nice. Ich rush hier zwar gerade durch, aber. Boah. Die macht halt einfach richtig Spaß, die Map. Ja, das war nicht getroffen. Ziel sollte geübt sein. Ja. Na klar, dass ich diesen Sprung vermassel direkt in der Aufnahme. Das war doch gefühlt arschklar. Wenn ihr den Map Creator oder, naja, dumme Frage, wenn ihr den kennt, wenn ihr noch mehr Maps von diesem Map Creator habt, Name ist Snownymus, sieht man ja oben, wenn ihr noch mehr Maps von ihm kennt, schreibt mir die Maps in die Videobeschreibung, die Map-Codes. Das wäre sehr, sehr geil, dann könnte ich noch mehr Maps von ihm spielen. Aktuell weiß ich nur von zwei Maps, leider. Die Map hier hat tatsächlich auch die Version 379, die ist ein paar Mal überarbeitet worden. Aber, ja, ich kann großartig nichts Böses zu der Map sagen, außer dass ich hier
bei einigen Leveln das hätte so und so gemacht, weil das da besser gekommen wäre. Das ist zum Beispiel auch sehr chillig und entspannt. Wenn man einmal den Lauf drinne hat, kann man, wow, schön entspannt durchrennen. Genauso wie hier, das schafft man sogar, weil die so schön langsam sind. Das hier, es wiederholt sich, diese Wandfallen. Hier hätte ich mir tatsächlich gewünscht, Deckenfallen. Oder eine Zweierfallen-Kombo links, rechts oder noch unten mit dazu. Auch wenn ich das nicht wirklich mag. Das hier ist sehr interessant. Ich werde mich nicht umdrehen, denn ich weiß, was passiert. Scheiße. Es passiert nämlich das da und ich habe es doch gemacht. Ich wollte es euch zeigen. Also umdrehen wäre hier fehl am Platz. Und darauf trinke ich jetzt erstmal einen Schluck Kaffee. Es ist nämlich 5.49 Uhr in der Früh, wo ich diese Map aufnehme. Und hier war gerade der Grafikball. Wo man einfach mal hinter die Map gucken konnte. Was zwar nicht gewollt ist, aber ganz ehrlich, das stört nicht. Bei der geilen Map, es stört einfach überhaupt nicht. Da muss ich in Scheiße. Ja, hier muss man auch gerne mal gucken. Das ist zum Beispiel auch sehr entspannt. Einfach übers Wasser gleiten. Und ihr seht, die Map geht rauf und runter. Hier ist es ist nicht einfach mal so, dass es ein langer, gerader Weg ist. Ganz im Gegenteil. Die Map geht hoch, sie geht runter, sie geht nach links, nach rechts. Also sehr entspannt tatsächlich. So, das hier werden die einzigen herausfordernden Fallen tatsächlich sein. Ansonsten gibt es keine herausfordernde Falle hier auf der Map. Nein. Oh, das ist jetzt vielleicht fast reingefallen. Das ist die einzige um die Eckfalle tatsächlich. Und an der kann ich nicht rummeckern. Ganz im Gegenteil. Weil das ist einfach... Ja. Man kriegt es gebacken ohne Probleme. Das hier hat man mit Spikes schon einmal... Da sind die Giftfallen tatsächlich eine Abwechslung. Da braucht man nicht mal den Speed-Effekt tatsächlich. Da könnte man auch so durchrennen. Weil es gibt ja den einen oder anderen Trick, wie man die Giftfallen austricksen kann. Hier hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass die Dinger jetzt ganz langsam einfahren. Oder halt mit einer gewissen Geschwindigkeit. Hier hätte ich mir gewünscht, dass die verschwinden, wenn man 1, 2, 3 Sekunden draufsteht. Das wäre ein richtig geiles Feature. Oder bei denen hier genauso. Aber die verschwinden leider nicht. Oder dass sie nach unten fallen. Das wäre halt so ein geiles Feature für die Map. Aber leider ist das nicht so. Deswegen hoffe ich, dass da von dem Creator noch die eine oder andere Map kommt, wo... Ja, solche Feinheiten sind hier genauso. Die verschwinden nicht, die fahren nicht ein, gar nichts. Ist ein bisschen schade. Das hätte der Map nochmal so einen richtig geilen Kick gegeben. Also, ja. So, einmal um die Ecke springen. Das müsste euch klar sein, dass bei solchen Sachen, wenn da ein Hohlraum ist, immer eine Falle kommt. Ich denke mal, das weiß jeder, der gerne mal eine Jump'n'Run-Map spielt. Das ist auch sehr putzig. Hier kann man einfach am Rand lang rennen. Da hätte man auch rumspringen können. Hier sind wieder Plattformen. Da hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass die verschwinden. Aber gut, ich weiß tatsächlich persönlich nicht, wie es ist, so eine Map zu createn. Hab ich noch nie gemacht. Werde ich auch nicht machen. Ich werde für euch die Maps nur spielen. So wie in der letzten Season. Ja, ich hab's noch geschafft. Und ja, ich
werde die Maps mit euch spielen und euch zeigen, wie man sie spielt. Und wir sind durch. Und jetzt gibt es einmal einen XP-Boost von 43.000. Bei meinem allerersten Durchgang in der letzten Season habe ich tatsächlich 75.000 EP bekommen. Ihr seht, ich bin jetzt Level 3 in der neuen Season, nur durch einmal Spielen dieser Map. Man schafft hier locker das Level ab. Und was gibt's? Im Übrigen, das hier ist die andere Map. Die haben wir auch schon gespielt. Das weiß ich. Ich habe vorhin in meinem Ordner auf der Festplatte nachgeguckt. Den Mapcode da oben, den kennen wir schon. Und ich weiß halt nur von dieser und dieser Map, von dem Map Creator. Deswegen, wenn ihr noch mehr Maps von diesem Creator habt, schickt mir die Mapcodes, schreibt es mir in die Videokommentare. Schreibt es mir auf Discord, schreibt es mir per Privatnachricht auf Insta oder wo auch immer. Ansonsten, was gibt es zur Map zu sagen? Sie ist einfach, auch was für Anfänger. Abwechslungsreich auf jeden Fall. Es sind nicht die ganzen Standard-Level, die wir aus den ganzen anderen Jump-Run-Maps kennen. Hier ist Abwechslung gegeben. Farmfroh ist sie nicht wirklich. Sie ist komplett in dem Eislook gehalten. Hebt sich aber von anderen Maps ab tatsächlich. Ansonsten Spielspaß ist auch gegeben. XP rendieren sich tatsächlich. Vor allem, wenn man sie das allererste Mal spielt. Ansonsten Mapcode in der Videobeschreibung. Und jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche. Rockstar, Dancer, Killer, Drop,